Knight Rider. Die Abenteuer des Michael Knight. Er kämpft für die Unschuldigen, die Hilflosen, die Machtlosen. An seiner Seite Kit. Ein Auto. Ein Computer. Ein Wesen. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto gegen das Unrecht. Es ist später Abend. Im Gästehaus der Foundation will ein Freund von Devon Miles gerade ins Bett gehen, als plötzlich ein maskierter Mann vor ihm steht. Was wollen Sie hier? Sie! Einige Stunden später draußen auf den Straßen. Ein schwarzer Trans M rast über den Asphalt. Ich versuche, meinen Körper wieder gerade zu biegen. Nicht so ungut, aber wenn ich noch einen Tag ohne Pause hinterm Steuer sitze, dann sehe ich langsam aus wie eine Brezel. Ich nehme Ihnen das nicht übel, meinte ganz im Gegenteil. Zweibeinige Säugetiere sind nun mal nicht dafür geschaffen, so eine lange Zeit in sitzender Position zu verbringen. Versuch das mal Devon zu erklären. Ich bin sogar zu dem Schluss gekommen, der Homo sapiens hätte besser dabei bleiben sollen, auf allen Vieren zu kriechen. Auf allen Vieren? Du meinst wie du? Michael, ich krieche nicht. Ich rolle. Michael, Devon ruft an. Michael? Hallo Devon, was gibt's? Ich hatte Besuch heute Nacht. Ein alter Freund. Er übernachtete im Gästehaus. Ich wollte ihn heute Morgen wecken und da war er tot. Oh, das tut mir leid. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Aber ich vermute einen gewaltsamen Tod. Es war nicht irgendein Besucher, Michael. Sein Name war Charlie Granger. Ah, der Charlie Granger? Ja, genau der. Beeilen Sie sich bitte, ein weiteres Leben könnte in Gefahr sein. Alles klar, ich bin schon unterwegs. Wissen Sie, Devon, dass er der Held meiner Kindheit war? Als ich klein war, wollte ich immer so werden wie er. Devon, Sie haben gesagt, die Todesursache sei Herzschlag. Wieso glauben Sie, dass es ein Mord war? Dr. Allport hat bestätigt, dass sein Brustgewebe Quetschungen aufwies. Als hätte er erst vor kurzem einen heftigen Schlag auf den Brustkorb bekommen. Außerdem, als er mir das Buch zeigte, das er seiner Tochter schicken wollte, lag eine Schatzkarte im Buch. Ich habe alles sorgfältig durchsucht, aber die Karte ist verschwunden. Haben Sie sonst noch was gefunden? Nur einen Brief. Ich lese Ihnen den vor. Meine liebste Catherine, der Schlüssel zu meinem Schatz befindet sich in deinem Medaillon, nahe deinem Herzen. So wie du meinem nahe warst, dein dich liebender Vater. Und Sie denken, der Mörder ist hinter Charlies Schatz her? Ja. Und wenn er weiß, dass der Schlüssel dazu in Catherines Anhänger ist, könnte er versuchen, sie zu töten. Devon, vielleicht sollten Sie das der Polizei sagen. Ich habe keinerlei Beweise, Michael. Das macht mich auch so wütend. Gut. Ich bring Catherine zur Foundation. Und startet der Mörder wirklich eine Schatzsuche, könnt ihr sie besser schützen. Gut. Danke, Michael. Michael? Ja, April? Ich habe Kit mit allen Daten über Charlie Granger und seine Tochter programmiert, einschließlich der neuesten Informationen. Muss eine interessante Story sein. Los geht's, Kit. Michael fährt als erster zu der Schule, die Charlie Grangers Tochter besucht. Als er aufs Gelände rollt, staunt er nicht schlecht über den riesigen Schulpark. Das ist nicht annähernd zu vergleichen mit der Schule, in die ich gegangen bin. Das Einzige, was da grün war, war die Wandtafel. Die Woodgrove School ist eine sehr exklusive Institution, vor allem was ihren akademischen Ruf anlangt. Die Exklusivität muss Charlie einen Haufen gekostet haben. Michael, meine Sensoren orten etwas, das aus südlicher Richtung auf uns zukommt. Mit zunehmender Geschwindigkeit. Ein Auto? Nicht direkt. Na, was ist es dann?
sagte, die möchte ich nicht mal am Steuer eines Wagens sehen. Michael, vor uns befindet sich ein Mann mit einem Gewehr und zielt auf die Reiterin. Mach das Sonnendach auf und schalte auf Automatik, Kit. Was haben Sie vor, Michael? Du hast doch auch schon mal einen Western gesehen, oder? Hol das Pferd ein, Kit. Wie Sie wünschen, Michael. Da ist ein Hindernis. Achtung! Kein Problem, Michael. Verschwinden Sie mit dem Wagen! Sie erschrecken mein Pferd! Oh! Verschwinden Sie endlich! Achtung! Ich springe rüber! Nein! Oh! So ist es wahr. Ich sagte, Sie sollen verschwinden! Sie haben das Pferd erschreckt! Können Sie nicht lesen? Da sind ein Dutzend Schilder, auf denen steht, dass das Gelände nur für Reiter ist. Was Ihr Pferd erschreckt hat, war jemand, der durch die Bäume auf Sie geschossen hat. Da hinten ist ein Schießplatz. Na und? Mein Pferd hat das noch nie gestört. Also gut. Und was ist das hier? Der kaputte Steigbügelriemen? Ach, die gehen manchmal kaputt. Ja, ich weiß, aber der hier wohl nicht. Er wurde angeschnitten. Danke für Ihre Hilfe. Sie sind wohl noch sowas wie ein echter Ritter ohne Furcht und Tadel, hä? Aber leider brauche ich keinen. Auf Wiedersehen. Einen Moment mal. Kennen Sie vielleicht zufällig Catherine Granger? Ja, ich bin Catherine. Mein Name ist Michael Knight. Ich arbeite für die Foundation für Recht und Verfassung. Ich möchte mit Ihnen über Ihren Vater reden. Über meinen Vater? Also, ich habe meinen Vater seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe nichts zu sagen über ihn. Ihr Vater ist gestorben letzte Nacht. Tut mir leid, dass ich es Ihnen auf diese Weise sagen musste. Das macht nichts. Ich hatte sowieso nie einen Vater. Also kann ich auch keinen verlieren, oder? Catherine, Ihr Vater hinterließ Ihnen etwas, man könnte sagen, er hat Ihnen einen Schatz hinterlassen. Ich sag Ihnen die Wahrheit. Ich bin wirklich nicht daran interessiert, was mein Vater mir oder irgendjemand anders hinterlassen hat. Sie haben wahrscheinlich kein Interesse an dem Schatz Ihres Vaters, aber offensichtlich denkt jemand da ganz anders. Wollen Sie damit sagen, dass diese Person auch den Steigbügelriemen angeschnitten hat? Ich wollte Ihnen nur sagen, Catherine, dass ich hier bin, um Sie zu beschützen. Und jetzt sollten Sie mich begleiten. Sie können mich nicht zwingen, mitzugehen. Wenn ich dadurch Ihr Leben retten kann, habe ich keine andere Wahl. Wenn ich einwillige, würden Sie mich dann noch meine Sachen packen lassen? In Ordnung. Gehen wir. Während Michael sich unter die Gäste des Nachmittag-Tanztees auf Woodgrove mischt, um auf seinen Schützling zu warten, läuft Catherine zum nächsten Telefon. Hallo, Mr. Stone? Ja. Hier ist Catherine Granger. Mr. Stone, wieso haben Sie mir das nicht gesagt von meinem Vater? Sie sind der einzige Mensch, der mich wirklich kennt und dem ich etwas bedeute. Und jetzt höre ich von einem Fremden, dass er tot ist. Ich war auf dem Weg zu dir, Catherine. Ich wollte es dir selbst sagen. Es war ein großer Schock. Wer hat es dir gesagt? Ein Mann. Er heißt Michael Knight. Er sagte, dass mein Vater mir eine Art Schatz hinterlassen hätte. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich komme ganz schnell, Catherine. Verlass Woodgrove nicht, bevor ich da bin. Ja, Mr. Stone. Möchten Sie noch etwas anderes trinken, Sir? Nein, danke. Chip, bitte tanz mit mir. Aber ich muss doch arbeiten. Nur diesen einen Walzer, bitte. Danke. Entschuldigung, darf ich Sie vielleicht ablösen? Bitte. Sie dürfen nicht. Vielen Dank. Was fällt Ihnen ein? Was wollen Sie? Ich dachte, ich könnte Ihnen vielleicht beim Packen helfen. Bemühen Sie sich nicht. Ich habe mich entschlossen, nicht mitzukommen. Sonst verpasse ich noch den Vater- und Tochter-Tanztier hier. Ich besuche ihn jedes Jahr. Allein. Was muss passieren, damit Ihre harte Schale einen Knacks kriegt? Catherine, Ihr Vater ist gerade erst gestorben. Macht Ihnen das gar nichts aus? Ob es mir was ausmacht oder nicht, geht Sie nun wirklich nichts an. Eins kann ich von meinem Vater sagen. Er war, seit ich ihn kenne, konsequent. Er hat mir Geschenke gemacht. Vorbeigekommen ist er nie. Gewöhnlich gab er mir Geld.
Und jetzt schickt er sie. Nun, ich bin verantwortlich für Sie, Catherine, also werde ich Sie hier rausschaffen, so oder so. Das wagen Sie nicht. Entschuldigen Sie. Nein, aufhören. Lassen Sie mich runter. Lassen Sie mich sofort runter. Denk daran, dass ich tot bin. Wie können Sie es wagen? Lassen Sie mich runter! Sie sollen mich runterlassen! Zum Teufel, was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Kit! Hilfe! Ich will nicht in das Auto! Lassen Sie mich hier raus! Ich will raus! Mann, das ist in dieser Schule noch nie passiert. Die schwarze Blechkiste holen wir ein. Los hinterher, Jungs. Das ist eine Entführung. Ach, seien Sie doch endlich still. Sie gehen mir auf die Nerven mit Ihrem Gezeter. Oh. Michael, wir werden verfolgt. Ja, sieht aus, als wollten die Halbstarken aus dem Kindergarten versuchen, uns aufzuhalten. Wir nähern uns einem Bahnübergang. Ein Zug versperrt den Weg. Wir werden wohl anhalten. Die ja, wir nicht. Halten Sie bitte an. Sofort anhalten. Festhalten. Turbo-Boost. Aber Sie sind ja einfach durch den offenen Güterwaggon gesprungen. Ah, Sie kannten den Trick nicht? In Woodgrove herrscht immer noch helle Aufregung über die Entführung am helllichten Tag. Naja, es war doch sehr lustig. Ja, wir haben uns prächtig amüsiert. Und der Typ sah toll aus. Lustig, ja, fand ich auch. Und wie er sie mit einem Schwung über die Schulter gelegt hat, einfach klasse. Oh, ich hätte es gern mit ihr getauscht. Oh, ich auch. Was ist hier passiert? Ein großer, gut aussehender, dunkelhaariger Fremder war hier. Und er trug Catherine Granger nach draußen, wie Scarlett O'Hara. Es war so romantisch. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Im schwarzen Trans M herrscht unterdessen eisige Stille nach dem Schock des unerwarteten Sprunges. Sie sitzen da und sagen nichts. Gedenken Sie zu schmollen, bis wir in der Foundation sind? Ich schlage vor, Sie unterhalten sich mit Ihrem Armaturenbrett. Hören Sie, es tut mir leid, dass die Party für Sie so peinlich geendet hat, aber ich hatte keine andere Möglichkeit. Außerdem war es nur zu Ihrem Besten. Es ist doch einfach wundervoll, dass jeder Mensch zu wissen scheint, was am besten für mich ist. Jetzt fangen Sie auch noch damit an. Catherine, haben Sie irgendeine Idee, wieso Ihr Vater Sie nie in Woodgrove besucht hat? Sicher. Er war nicht interessiert. Das ist die einfache Erklärung. Sie wissen wohl nicht viel über Ihren Vater, oder? Für mich und viele andere Menschen war Ihr Vater Charlie Granger ein wirklicher Held. Ich habe alles über ihn gelesen. Wie er immer neue Welten entdeckte, im Südpazifik, in Afrika, Südamerika. Hören Sie, machen wir ein Geschäft. Ich fahre mit Ihnen überall hin. Nur bitte reden Sie nicht mehr von meinem Vater. Ich möchte es wirklich nicht hören. Und jetzt halten Sie bitte mal an, ja? Ich möchte gern frische Luft schnappen. Geht in Ordnung. Sie halten rechts am Straßenrand. Während Catherine sich ein bisschen die Beine vertritt, macht Kit endlich seinem Ärger Luft. Michael, diese junge Dame ist eine freche Göre. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum ihr jemand einen Abschiedsbrief hinterlässt, geschweige denn einen Schatz. Kit, sie ist Charlies Tochter. Blut ist dicker als Wasser. Mein Motoröl auch. Aber mir hat er nichts hinterlassen. Kit, so kenne ich dich ja gar nicht. Sollte Catherine also doch nach ihrem Schatz suchen wollen,
könnte ich zu der Suche einiges beitragen, glaube ich. Und wie willst du das machen? Mit einer Spitzhacke? Nein, aber Devon sprach von einem Schlüssel in ihrem Medaillon. Ein Hinweis, der entziffert werden müsste. Ich habe so das Gefühl, dass ich für diesen Teil der Jagd der Richtige bin. Ich werde es mir merken, Kumpel. Michael! Oh, oh, ein Ausbruchversuch. Jetzt haut die freche Göre auch noch ab. Warte hier, sie kommt nicht weit. Hier geblieben. So hatten wir nicht gewettet. Es war von frischer Luft schnappen die Rede, nicht von weglaufen. Kommen Sie. Sehen Sie, was Sie getan haben? Sie haben mein Kleid ruiniert. Ich soll Ihr Kleid ruiniert haben? Okay, okay, okay. Wir werden Sie umziehen. Wir werden das nicht tun. In Ordnung, ganz wie Sie wollen. Aber kommen Sie jetzt endlich. Sie sind ein ganz fieser, hinterhältiger, abgefeimter. Mach den Kofferraum auf, Kit. Hier. Nehmen Sie hier und hier. Ich fürchte, die Sachen sind modisch nicht der letzte Schrei, aber sie sind wenigstens warm. Hemd, Hose und... Oh, Schuhe habe ich leider nicht. Sie können sich im Wagen umziehen. Vielen Dank. Verdunkel hier ein bisschen die Scheiben, Kumpel. Aber bitte. Catherine, darf ich Sie Catherine nennen? Es ist mir völlig egal, wie du mich nennst. Sie scheinen Michael nicht zu mögen. Ich weiß, dass Menschen manchmal so auf andere Menschen reagieren. Aber warum mögen Sie ihn nicht? Du bist ein Computer. Ich traue Computer nicht. Ich wurde von ihnen erzogen. Tatsächlich? Ein Bankcomputer schickte mir jeden Monat meinen Scheck. Er bezahlte meine Rechnungen. Er unterschrieb meine Zeugnisse und er analysierte meine gesamte schulische Entwicklung. Nur eins tat er nicht. Er brachte mich nie abends ins Bett. Was aber für einen Menschen wichtig ist, sehr wichtig. Das verstehst du? Aber natürlich verstehe ich das. Der Erste, der mich versteht, ist dein Auto. Fertig? Ich hoffe, Sie sind jetzt glücklich. Was gibt es denn da zu lachen? Sehen Sie sich doch mal in der Seitenscheibe an. Oh Himmel. Ich sehe ja furchtbar aus. Ja, das tun Sie. Ja, das tue ich wirklich. Also, fahren wir weiter. In der Foundation hat Devon wütenden Besuch. Bitte verstehen Sie doch. Es war eine Sicherheitsmaßnahme, Mr. Stone. Sie nennen Kidnapping eine Sicherheitsmaßnahme? Mr. Stone, Michael Knight ist ein absolut zuverlässiger Mitarbeiter dieser Foundation. Und er ist ganz bestimmt kein Kidnapper. Als Testamentsvollstrecker von Charlies Besitz und als Vormund seiner Tochter habe ich die gesetzliche und moralische Pflicht, die Verteilung dieses Schatzes für Catherine zu übernehmen. Was heißt Schatz? Ich habe keinen Schatz erwähnt. Aber wir drehen uns doch im Kreis. Was ich wissen will, ist sehr einfach. Ich will wissen, wo ist Catherine? Nun, unter den gegebenen Umständen kann ich Ihnen das leider nicht sagen. Auf Catherine wurde heute Morgen ein Mordanschlag verübt, Mr. Stone. Ach, das ist doch lächerlich. Catherine hat in der ganzen Welt keinen einzigen Feind. Bisher nicht. Aber sehen Sie, offensichtlich hat sie jetzt dank des Schatzes doch einen. Ich habe mich bereit erklärt, mit Ihnen zu reden, weil Ihre Angaben überprüft worden sind. Aber wenn nicht einige Fragen zu meiner vollsten Zufriedenheit beantwortet werden sollten, dann werde ich nicht daran denken, meinen Standpunkt zu ändern. Ich werde auch meinen nicht ändern. We'll be right back.
Wenig später, es ist inzwischen Abend geworden, rollt der Trans Am auf das Gelände der Foundation. Doch Michael hält nicht vor dem Haupthaus, sondern fährt noch ein Stück weiter. Wo wollen Sie hin? Ich dachte da... Ich möchte Ihnen gern noch etwas zeigen. Was ist das für ein Haus? Das ist das Gästehaus der Foundation. Kommen Sie. Wo gehen wir hin? Es ist Zeit, dass Sie jemanden kennenlernen. Michael führt das Mädchen in die Räume, in denen ihr Vater zuletzt gelebt hat, und stöbert in seinen Sachen. Catherine, ich möchte Ihnen Ihren Vater vorstellen. Er war ein toller Mann. Solche Männer werden kaum noch geboren. Hier führt er ein ganz weißes Kamel am Zügel. Hey, wer ist denn das niedliche Mädchen hier? Ein hübsches Medaillon trägt sie. Catherine, Sie kennen die Kleine doch. Darf ich es sehen? Bitte. Verstehen Sie jetzt, was ich vorhin meinte? Verzichten Sie doch nicht auf die Ehre, die Tochter von Charlie Granger zu sein. Das sind ja alles Bilder von mir. Warum hat er sie aufbewahrt, all die Jahre? Weil er sie liebte. Er hat immer an sie gedacht. Und wieso hat er mich dann nie besucht? Wieso kam nie ein Brief? Soweit ich informiert bin, durfte er nicht schreiben. Er saß 15 Jahre in Südamerika im Gefängnis. Die Anklage gegen ihn war frei erfunden. Aber ich weiß, dass er sie unbedingt wiedersehen wollte. Alles, was ich von meinem Vater habe, ist sein Bild in meinem Medaillon. Ich habe es in all den Jahren niemals abgelegt. Nur um das Gefühl zu haben, dass er in meiner Nähe ist. Sind Sie als kleiner Junge auch manchmal plötzlich ins Schlafzimmer Ihrer Eltern gerannt, wenn es zu laut donnerte? Ich hatte niemanden, zu dem ich rennen konnte. Ich bin sicher, dass er für Sie immer da sein wollte. Er hätte wahrscheinlich alles für Sie getan. Und warum hat er mich dann weggeschickt? Ins Internat, wie einen entlaufenen, lästigen Hund? Ich hätte für ihn alles aufgegeben. Ich weiß. Nur um bei ihm zu sein. Um mal auf seinen Knien zu sitzen. Glauben Sie vielleicht, ich hätte die ganzen Schulen und die Kleider der Liebe meines Vaters vorgezogen? Abweisen wollte er Sie jedenfalls bestimmt nicht. Aber nur weil Sie von ihm enttäuscht sind, dürfen Sie sich jetzt nicht gegen alle anderen Menschen abkapseln, die Ihnen nur helfen wollen. Wenn man sich abkapselt, kann einem niemand wehtun. Aber es kann einen noch niemand lieben. Später spricht Michael im Haupthaus mit Devon. Wann war dieser Stone hier? Heute Nachmittag, Michael. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Mr. Stone. Es war nicht, was er sagte. Es ist etwas anderes. Seine Augen. Die Augen waren zu allem entschlossen. Devon, wenn er der einzige Mensch ist, der noch von dem Schatz weiß, dann weiß er auch, dass der Schlüssel dazu in Catherines Medaillon ist. Und vielleicht hat er auch versucht, sie zu töten. Aus den Akten geht nur hervor, dass Stone ein Mann mit tadellosen Referenzen ist. Es gibt weder Beweise noch ein Motiv. Devon, der Plan, der aus Charlies Buch gestohlen wurde, möglicherweise wäre das ein Anfang, nicht wahr? Genau das befürchte ich, Michael. Ich bin schon unterwegs. Kurz darauf steht Michael mit Kit vor Stones Haus. Es liegt in einer ruhigen Seitenstraße und ist von einem hohen Zaun umgeben. Kit, wenn du Stone wärst, wo würdest du diesen Plan verstecken? Tja, also, einer der größten Schatzsucher, Stephen Dubois, versteckte gewöhnlich seine Karten in nachgebauten Kanonen, die an seinem Fenster standen. Ich denke, so weit sollten wir nicht gehen. Wie wär's mit einem ganz normalen Safe? Sie sind eben nicht romantisch, Michael. Das kann sein. Michael, aus einem der oberen Schlafzimmer geht ein Anruf aus. Interessant, dann werden wir das Gespräch mal abhören. Geh in die Leitung. Sofort, Michael. Setzen Sie mich nicht unter Druck, Horace. Ich beschaffe Ihnen Ihr Geld schon. Ich glaube, Sie verstehen nicht, was für Schwierigkeiten Sie haben, Storm. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo Sie sich vor mir verstecken können. Ich habe den Safe gefunden, Michael. Er ist in einen Tisch eingebaut, im zweiten Stock. Zeichne bitte den Rest des Telefonats auf. Wir haben endlich ein Motiv. Roger. Oh, Michael, Sie sollten auch die Vorhänge untersuchen. Albert der Zweite von Österreich hatte seine Schatzkarten immer in die Vorhänge eingenäht. Ich denke nicht, dass Stone sehr gut im Nähen ist. Kit, bist du bereit? Selbstverständlich.
Okay, Kid. Schieß mich 10 Meter gerade nach oben, Kumpel. Dann lande ich genau auf der Veranda vor dem 2. Stock. Also los, packen wir es an. Wie Sie wünschen. Danke, Kid. Gerne schön. Kurz darauf hat Michael den verdeckt eingebauten Safe erreicht und macht sich daran zu schaffen. Kid. Ja, Michael? Sieht aus, als hätte der Safe ein elektrisches Schloss. Kannst du es öffnen? Das kann ich, aber Michael, das Telefongespräch ist gerade beendet worden. Dann beeil dich bitte. Michael, jemand betritt das Zimmer. Warten Sie mal eine Sekunde. Ich will mit Ihnen reden. Ich hätte Sie töten können. Einbruch in dieses Haus. Das wäre als Notwehr durchgegangen. In solchen Sachen sind Sie wohl Experte, wie? Ich werde jetzt die Polizei rufen. Ah ja, tun Sie das nur. Hier, das Telefon. Die Nummer ist Ihnen ja bekannt. Na, warum wählen Sie denn nicht? Oder haben Sie etwa Angst? Haben Sie etwas zu verheimlichen? Wie zum Beispiel Charlie Grangers Karte? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Wissen Sie, dieses Zimmer ist wirklich beeindruckend. Ich meine, all die Trophäen für Tapferkeit auf dem Kamin. Hey, Sie haben ja eine Auszeichnung bei den Green Berets gekriegt. Das ist ja fantastisch. Aha, Sie einer an, für Treffsicherheit haben Sie auch einen Orden. Wissen Sie, Sie sind der richtige Mann für die Jagd. Haben Sie schon mal versucht, eine junge Schülerin zu erschießen? Das können Sie nicht beweisen, Knight. Oh, Sie kennen meinen Namen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Weil Sie dann auch genau wissen, dass ich zwischen Ihnen und Catherine Granger stehe. Nächsten Morgen in der Foundation. Ich habe mir das Medaillon Millionen Male angesehen. Was könnte darin versteckt sein? Nun, dein Vater hat gesagt, die Antwort darauf würde das Buch liefern. Er liebte Puzzles und Geheimnisse. Ihre verborgene Bedeutung herauszufinden, war seine Leidenschaft. Catherine, Ihr Vater wollte, dass Sie den Schatz zu Ihrem 21. Geburtstag bekommen. Können Sie ihm nicht vergeben und ihm zumindest diesen letzten Wunsch erfüllen? Sie müssen mich nicht dazu überreden. Helfen Sie mir nur, ihn zu finden. Okay. Leider sind wir nicht die Einzigen, die nach ihm suchen. Der Schatz gewinnt zunehmend an Bedeutung für Christopher Stone. Mr. Stone? Wie meinen Sie das? Ich kenne ihn seit vielen Jahren und... Catherine, er hat sich geändert. Und glauben Sie mir, Ihr Vormund ist ein sehr gefährlicher Mann geworden. Entschuldigen Sie mich bitte. Catherine, es tut mir leid. Ich möchte allein sein. Catherine macht einen Spaziergang und von einer Telefonzelle ruft sie ihren Vormund an. Hallo? Hier ist Catherine. Tut mir leid, dass ich jetzt erst anrufe, aber es ist so viel passiert. Hör gut zu, mein Kind. Ich hatte Besuch heute Nacht von Michael Knight. Er bedrohte mich. Er wollte irgendeinen Plan haben und meinte, dass ich ihn habe. Er ist hinter dem Schatz, Catherine. Gerate jetzt bitte nicht in Panik, aber ich glaube, dass er deinen Vater umgebracht hat. Du musst da jetzt sofort verschwinden, aber sie dürfen nicht sehen, dass du fortgehst. Ich warte auf dich an der Ecke Aberdeen und Vermont Street in 10 Minuten. Kurz darauf hält Stones Wagen neben Catherine. Das Seitenfenster fährt nach unten. Ich bin froh, dass du rechtzeitig angerufen hast. Was Sie da über Michael gesagt haben, ich kann das nicht glauben. Menschen tun die unglaublichsten Dinge, wenn der Gewinn hoch ist. Komm schon, Catherine, verschwinden wir hier. Mein Anhänger, ich habe ihn vergessen. Den brauchen wir nicht. Du weißt ja, was drin ist. Aber... Steig ein, Catherine. Aber was wollen Sie mit der Waffe? Wir gehen jetzt auf Schatzsuche. Steig endlich ein! Braves Mädchen. Wie
Können Sie mir das antun? Ich dachte, Sie wären mein Freund. Dein Freund existiert nur am Telefon und durch einen Spesencheck jeden Monat. Sie haben das geplant und darauf gewartet, all die Jahre. Nein, nein, erst als es mit meinen finanziellen Schwierigkeiten und den schlechten Geschäften losging. Dann haben Sie ihn getötet. In der Foundation brüten Devon und Michael immer noch über des Rätsels Lösung. Der Schlüssel zu dem Schatz befindet sich in deinem Medaillon, nahe deinem Herzen, so wie du meinem nah warst. Charlie war wirklich ein Meister darin, etwas zu verbergen. Catherine ist verschwunden. Was? Ich habe überall gesucht, ich kann sie nirgends finden. Devon, wenn Stone sie hat, wird er sie töten. Er denkt doch, sie hat den Schlüssel für den Schatz. Und Stone hat den Plan. Aber wir wissen nicht, wo wir sie suchen sollen. Doch, wir haben das Buch, den Anhänger und vergesst Kit nicht. Minuten später rollt der Sattelzug der Foundation vom Hof. An Bord sind Michael, Kit, April und Devon. Wie weit bist du mit deiner Analyse des Buches, Partner? Naja, Michael, schwacher Stil, trivialer Inhalt. Kit, kritisier das Buch bitte ein anderes Mal, ja? Wie viele Seiten hast du noch? Granger hat gerade den Yucky River überquert. Und er hat Glück, dass ihn dabei nicht die Piranhas aufgefressen haben. April wollte doch nur wissen, wo du bist. Bei welchem Kapitel? Ich bin am Ende. Kit, hör zu. In Charlies Abenteuern, wurde da jemals ein großer Schatz durch einen Anhänger oder durch ein Bild gefunden oder sowas ähnliches? In einem Fall fand er eine kleine Truhe mit Juwelen hinter dem Bild eines portugiesischen Königs. Die Rückseiten der Bilder habe ich mir auch angesehen. Nichts. Was noch, Kit? Ein anderes Mal fand er eine Inschrift, die in das Glasauge einer goldenen Sphinx eingeritzt war. In ein Glasauge? Ja, warte mal, das könnte es sein. Hier, Kit, vergrößere Charlies Gesicht. Mach's noch ein bisschen größer. Zeig mir nur die Augen. Jetzt auf das rechte Auge. Okay, Kumpel, mach's größer. Mach's noch größer. Bingo! Genial ist das. Das ist ein militärischer Raster mit 10 Plankoordinaten. Mit dieser Information konnte Charlie sich den Punkt merken, wo sich sein Schatz befindet. Auf den Quadratmeter genau. Kit, kannst du mir zufällig sagen, wo die Plankoordinaten sind? Der Schatz liegt in einer Gegend, die als Teufelsbecken bekannt ist. Schlagen wir dem Teufel ein Schnippchen. Viel Glück, Michael. Danke. In der Zwischenzeit haben auch Stone und Catherine das Teufelsbecken erreicht. Brutal zerrt der Mann das Mädchen hinter sich her. Also, wo ist der Schatz? Ich sagte Ihnen doch, ich weiß es nicht. Ich habe mein Medaillon in der Foundation gelassen. Ich habe wirklich nicht die leiseste Ahnung. Hör endlich auf mit den Lügen. Ich glaube, du verstehst nicht, worum es geht, Catherine. Ich werde hier auf keinen Fall ohne den Schatz weggehen. Ich weiß doch nicht, wo er ist. Ich hoffe für dich, dass das nicht die Wahrheit ist. Und wenn es doch so ist, töte ich dich gleich hier. Nein. Und dann werde ich so lange alleine graben, bis ich ihn gefunden habe. Aber Sie wissen doch gar nicht, wonach Sie suchen. Ich weiß, was dein Vater in der Vergangenheit alles entdeckt hat. Und wenn er meint, hier ist dein Schatz, dann ist das so und er meint nicht nur eine Handvoll Sand. So glauben Sie mir doch. Ich würde es Ihnen sagen, wenn ich es wüsste. Ach, würdest du das wirklich, Catherine? Dein Vater hat dir einen Schatz hinterlassen, also weißt du auch, wo er ist. Ich werde dich so lange quälen, bis du es mir sagst. Du wirst noch verfluchen, dass du geboren wurdest. Verdammt! Nein! Da staunst du, was? Ich spiel jetzt mit! Passen Sie auf, Michael, er hat eine Pistole! So, das war's. Der schläft jetzt mal. Wo ist
Polizei. Polizei? Ach so, das war nur Kit. Eine seiner leichtesten Übungen. Da kommt er schon. Sind Sie in Ordnung, Kathleen? Ja, danke. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal so freuen würde, euch zu sehen. Vielen Dank für das Kompliment. Das Vergnügen liegt ganz auf unserer Seite. Kit, hast du inzwischen rausbekommen, wo der Schatz liegt? Hier, Michael. Das X zeigt die Stelle an. Aber in der Felswand ist doch nichts. Wenn Charlie den Schatz so versteckt hat, wie er die Suche nach ihm geplant hat, dann bin ich sicher, dass er dafür gesorgt hat, dass er nicht leicht zu entdecken ist. Habe ich recht? Die Erosion von 21 Jahren hat die Stelle über und über mit Sand bedeckt. Aber Sie haben recht, Michael. Da ist eine Stelle vor Ihnen, die viel dünner ist als die Felswände ringsum. Wir haben Charlies Geschenk gefunden. Steigen Sie ein. Das Geschenk ist zum Auspacken bereit. Ich bin nicht darauf programmiert, einen Schatz zu suchen. Geschweige denn, ein Höhlenmensch zu werden. Dann betrachte es einfach als neues Programm. Und wie kommen wir da jetzt rein, Michael? Eine Vorrichtung zum Graben gehört nicht zu meiner Ausrüstung. Wir fahren einfach rein. Sind Sie verrückt geworden? Kit macht das schon. Nicht wahr, Kit? Lass mich raus! Alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Was ist das? Ich weiß es auch nicht. Kit, mach die Scheinwerfer an. Michael, es ist wunderschön. Es sieht aus, als wäre die ganze Höhle ein einziger, funkelnder Diamant. Es sind Kristallablagerungen. Michael, ich habe jeden Zentimeter dieser Höhle analysiert und es gibt hier nicht die geringste Spur irgendeines wertvollen Metalls oder einer Mineralablagerung. Mit anderen Worten, hier ist kein Schatz. Das verstehe ich nicht. Das ist nicht möglich. Mein Vater hätte doch nicht all die Mühe auf sich genommen. Für nichts? Es war nicht für nichts. Wie meinen Sie das? Kathleen, sein ganzes Leben lang hat Charlie nach solchen geheimen Orten gesucht, wo die Schätze der Schönheit verborgen liegen, aber nicht die des Geldes. Für ihn waren das die wichtigsten Entdeckungen. Ich glaube, er wollte nur, dass Sie das begreifen. Er ist hier überall. Sehen Sie es denn nicht? Das ist Ihr Schatz, Kathleen. Sie haben recht. Wenn ich diesen Berg nur von außen gesehen hätte, dann wäre mir alles, was in ihm versteckt ist, entgangen. So wie mir die inneren Werte meines Vaters in all den Jahren entgangen sind. Ich denke, das wollte er mich wissen lassen. Wir müssen schnell hier raus, Catherine. Die Höhle stürzt ein. Aber der Schatz! Volle Kraft rückwärts, Kind! Für immer. Ja, aber Ihrem Vater ist ein letzter Wille erfüllt worden. Sie haben die Höhle gesehen. Happy Birthday, Kathleen. Wenig später setzt Michael die junge Kathleen in Woodgrove ab. Willkommen zu Hause. Danke. Ich habe das Gefühl, als wäre ich Millionen Jahre von hier fort gewesen. Aber all die schönen Erinnerungen konnten Sie mitnehmen. Ach ja, übrigens, ich habe was für Sie. Das Medaillon! Da steckt mehr drin als nur ein Geist. Auch viel Liebe. Michael, ich habe mal vor einigen Tagen zu Ihnen gesagt, Sie scheinen einer der letzten Ritter zu sein, aber ich würde keinen brauchen. Ach ja? Wieso? Das war falsch. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und passen Sie auf, wenn Sie das nächste Mal ausreiten. Es wäre mir aber lieb, wenn Sie mich dann wieder retten.